Entdeckung nix. Oh, komm schon. Schafft nix. Also gut, bringen wir das Ding hier raus. Ach, unser Ausgang. Wir müssen hier weg, Nix. Die Blaster! Es tut mir leid, okay? Verdammt, sie ist verletzt! Weitermachen! Schnappt sie!
Danke, Nex. ND5, ich hab das Relikt, Ding. Sollte ich mir Sorgen machen, wie du es beschafft hast? Nein. Ich bringe es der Königin. Sie empfängt nicht jeden, Kay. Mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Willst du dein Glück versuchen? Hey, was sagt ihr da über einen geheimen Spielsaal? Wisst ihr, wo er ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte mal danach suchen, aber hab es nie getan. Sie traut sich nicht. Es ist irgendwo im Domag-Refektorium, aber sie lassen nicht jeden rein. Domag-Refektorium, was? Alles klar, danke. Bleib stehen. Hey, hör mal. Ich habe euer gestohlenes Relikt und ich will es der Königin zurückgeben. Das Band Pudira. Gib es mir. Ach, nichts für ungut, aber ich möchte es ihr persönlich geben. Du kannst passieren. ND5, rate mal, wer die Königin trifft. Das Relikt muss sehr wichtig sein. Gut gemacht. Du solltest aber aufpassen. Was? Wieso? Sie könnten dich für den Dieb halten. Hm, stimmt. Das wird schon. Hm, alles überwacht. Crimson Dawn hat's drauf, das muss man ihnen lassen.
Hey, ganz ruhig. Das Band Pudira. Wer bist du? Kay Vess, Eure Majestät. Sie hat nach der Bombenbauerin gefragt. Aber ich habe auch euer Relikt von Crimson Dawn zurückgeholt. Unsere Expansion machte uns angreifbar, Mutter. Nein, sie macht den Schwarm stärker. Wir brauchen den Outer Rim nicht. Unser Platz ist hier. Es ist beschlossen. Naja, ihr habt das Relikt. Lasst die Ankh jetzt gehen? Die Bombenbauerin? Sie ist entscheidend für unsere Expansion. Aber der Schwarm hat auch Verwendung für eine Diebin wie dich. Arbeite für uns. Dann lassen wir Ankh gehen. Mutter. Wir sind im Geschäft. Schön. Und ihr klärt den Rest dann unter euch. Okay, ich gehe gerade die Ladung durch und ich habe was gefunden, was für dich nützlich sein könnte. Komm zu mir. Na gut. Die Ashiga fangen langsam an, mich zu mögen, glaube ich. Die Königin belohnt treu. Weiter so. Entschuldige, Kumpel, jetzt nicht. Hey, Wes. Eigentlich sehe ich keine große Ähnlichkeit. Wir müssen das Lager räumen. Der Ashiga-Clan kann jederzeit zusammenbrechen. Das muss die Schmugglerin gewesen sein. Aber wo hat sie es versteckt? Oh! Meine Jacke ist nicht warm genug für dieses Wetter. Nix, roll dich am besten schön ein. ND5, was ist das? Ein Peilsender. Der gehörte wohl mal Jet Cardo, dem ehemaligen Besitzer der Bahnbrecher. Ha, ich dachte, die Bahnbrecher hat Sliro gehört. Du bist nicht die Erste, die dieses Schiff klaut. Hier, da ist eine Holodisk drin. Sieh sie dir an. Hallo, hier spricht Jet Cardo. Es ist bald Zeit für den Auftrag, aber erst müssen wir Vorkehrungen treffen. Das Ding in deinen Händen ist ein Peilsender. Mitglieder der Handelsliga, wie meine Wenigkeit, nutzen sie, um Tresore für ihre Schmuggelware zu finden. Aber ich habe ein paar dieser Tresore vom Netz genommen. Niemand außer uns wird sie je finden. Verlier bloß den Peilsender und die Disks nicht. Wir wollen schließlich nicht, dass jemand anderes sie findet und sich unsere Beute krallt. Ich habe gesprochen. Huch, die ist ausgegangen. Sieht aus, als wäre diese Holodisk auf Toshara kalibriert. Du musst dort das Gerät aktivieren. Es sollte dich zu Jets Tresorraum führen. Na dann. Klingt ja nicht so schwer. Mal sehen, was Jet zurückgelassen hat. Ich
Hier wurden einige Sachen für dich abgegeben. Wird gemacht. Ich gehe raus. Na gut. Also, was gibt's denn? Diese Modulteile sind mit deinem Blaster kompatibel. Dein VM-19 ist primitiv, aber aufrüstbar. Der ist nicht primitiv, sondern klassisch. Wenn du dieses Light-Modul installierst, ermöglicht es das Feuern eines mächtigen Sprengbolzens. Du kannst das Modul an der Werkbank herstellen. Oh, passt. Hoffen wir, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann liegt es an deiner Unerfahrenheit und Mangel an taktischem... Ja, schon kapiert. Ich kenne einige Orte, an denen dir das Modul nützlich sein könnte. Alles klar, danke für den Hinweis. Ich sollte weiter nach Ankh suchen. Hey, ich habe eine Nachricht von der Thronerbin des Ashiga-Clans. Hier ist Trisk. Wenn du Ankh wirklich willst, komm in die Cantina von Tijimi. Wir haben viel zu bereden. Klingt, als wollte Trisk ein Geschäft vorschlagen. Vielleicht. Aber Ashiga widersetzen sich ihrer Königin nur selten. Außerdem hat uns der Ashiga-Clan Aufträge angeboten. Einer davon stammt von Danka. Sie hat ja eine Nachricht auf dem Schiff hinterlassen. Na gut, vielleicht sehen wir uns das mal an. Willkommen. Nun gut, auf Wiedersehen.
Einsatzbereit. Kay Vess. Dein Droide meinte, du suchst nach Arbeit. Oh, er ist nicht wirklich mein Droide. Ich meine, wir arbeiten zusammen. Es ist kompliziert. Aha. Der Auftrag lautet, ein Pike-Schiff im Nebel auszurauben. Finde und verfolge es und stiehl zum bestmöglichen Zeitpunkt die Fracht. Hm, klingt einfach. Damit komme ich klar. Ich weiß. Deshalb wende ich mich an dich. Hör zu. Die Fracht darf nicht beschädigt werden. Hast du das verstanden? Ja, verstanden. Was ist es denn? Nicht dein Problem. Bist du dabei? Ja. Gut. Sonst hätte ich dich auch eliminieren müssen. Soll das ein Witz sein? Nein, nur eine Drohung. Na geh schon. Ist es so kalt, dass mir die Zähne wehtun. Und es ist immer dunkel. Heute habe ich mich auf dem Weg zum Markt verlaufen. Zweimal. Mir gefällt's hier. Das muss die Schmugglerin gewesen sein. Aber wo hat sie es versteckt? Danke hat diese Botschaft hinterlassen. Hören wir sie uns an. Kay, hab noch einen Auftrag für dich. Ich habe zwischen den Pikes und Ashiga ein Geschäft vermittelt. Es ging um eine exotische Molluske. Ah, um eine Muschel. Aber jetzt wollen die Pikes sie wohl lieber an Crimson Dawn verkaufen. Der Haken ist, wenn die Ashiga leer ausgehen, gehe ich leer aus. Verhindere den Deal und bring den Gruseldroiden mit. Ich bin sicher, der wird Eindruck machen. Wenn du interessiert bist, schicke ich dir die Koordinaten, wo sich die Pikes und Crimson Dawn treffen. Sollten wir dann gehen? Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Wird schon gehen. Bleib hier und sag danke, dass ich dabei bin.
finden und der Königin melden. Sie wird uns sagen. Augen auf! Es sind Imperiale in der Gegend. Willst du dir ein paar Kredits verdienen? Hey, ND5, ich habe einen schnellen Auftrag angenommen. Ah, ja. Ich sehe mich nach ähnlichen Aufträgen für dich um. Sag Bescheid, wenn du interessiert bist. Oh, klar. Danke. Eine Söldnerin in der Kantine. Ich könnte die Barfrau nach ihr fragen. Hey, blöde Frage. Gibt's hier irgendwo eine Söldnerin? Sogar jede Menge Söldnerinnen, Kleine. Auch eine, die große Waffen mag? Genauer geht's wohl nicht. Aber red mal mit Rooster. Sitzt schon die ganze Woche da in der Ecke und starrt meine Kundschaft an. Wenn du sie herausbekommst, schulde ich dir was. Danke. Hey, ich hab gehört, dich muss man fragen, wenn man einen geheimen Sabaksal sucht? Ich bereite hier nur Getränke zu. Ach komm, du weißt davon, nicht wahr? Na gut, hör zu. Einer meiner Gäste hat an diesem Tisch alles verloren. Er ist jetzt am Raumhafen und sucht nach dem nächsten Schiff weg von hier. Vielleicht verrät er dir mehr. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ich hoffe, du hast mehr Glück als er. Ich habe gehört, dass sich die schwarze Sonne und der Regbärschen die Genie waren. Diese Aus... Das ist nicht Ankh. Wer ist das? Das ist Kira, Schwarmkönigin von Crimson Dawn. Kay Vess, Ilira hat schon viel von dir erzählt. Klingt, als hättest du auf Toshara für viel Wirbel gesorgt. Okay, hör zu. Gib mir Ankh und ich bin hier raus. Du hast anscheinend nicht zugehört. Die Königin wird Ankh niemals gehen lassen. Sie hat den Ashiga-Clan an das Imperium verkauft. Und das Geschäft steht und fällt mit Ankhs Waffen. Wir kriegen sie nur raus, wenn Krisk auf dem Thron sitzt. Damit unser Schwarm endlich frei sein kann. Und was willst du hier? Dasselbe wie du. Rekrutierung. Also, ich interessiere mich nicht für Politik oder Königinnen zu stürzen. Und ich mag es gar nicht, wenn man mir nachspioniert. Dann tu's für die Safe-Knackerin. Hiermit kommst du direkt zu Ankh in der Waffenfabrik der Ashiga. Hol sie da raus, dann reden wir. Was macht dich so sicher, dass ich bleibe? Du wirst tun, was das Beste für dich ist, Kay. Dir wird nicht oft widersprochen, oder? Selten. Ist dir gewogen.